Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep und ich bin zurückgeschwommen zu der Insel, hab kurz ein Nickerchen gemacht und jetzt ist es 23. Ach nee, ich habe noch gar kein Nickerchen gemacht. Ich habe nur. Warte mal, dann machen wir doch jetzt gleich ein Nickerchen, oder? Ja, genau. Das war das, was ich machen wollte. Ja, da ist das Bett. Schmeißen wir es einmal weg. Schlafen. So. Ja, was haben wir heute vor? Das ist die gute Frage, die ich mir auch gerade schon gestellt habe. Oder die ich. Ja, aber ich bin noch zu keinem Ergebnis gekommen. Wahrscheinlich erstmal essen und trinken. Wir könnten mit dem Helikopter weiterfliegen. Das könnten wir tatsächlich tun. Wir könnten auch sagen, wir bauen mal das Sperrgewehr, um dann irgendwie vielleicht auch mal irgendwann mal einen dieser Endgegner entgegenzutreten. Oder wir laufen die ganze Folge nur rum. Ich erzähle irgendeinen Kasper-Kram. Was ist denn hier passiert? Schweinerei! Oh, das war doch wieder unser Schwein, ne? Ey, alles umgeworfen. Wir müssen den besseren Tisch bauen. Ich glaube, es gibt doch diesen anderen Tisch. Ungewohnt, dass das Floß da steht, ne? Das Floß hat hier zu stehen! Verdammte Axt. Doch nicht da hinten. Komm, wir gehen mal rein. Wir waren schon lange nicht mehr hier. Ich will eh noch ein bisschen warten, dass es ein bisschen heller wird. Ja, hier einmal. Hallo? Okay. Ja, die Sonne geht auf. Ich habe meine Karte nicht geöffnet hier. Kleinen Moment, muss mal kurz husten. So, ich habe meine Karte nicht hier. Das ist ein bisschen blöd. Könnte ich natürlich schnell aufmachen. Das wäre an sich kein Problem. Die Frage ist nur, wofür? Wofür eine Karte? Wir brauchen doch keine Karte. Nein. Die Frage ist erstmal, was essen wir? Essen hier mal so einen schönen geräucherten Lachs. Kein Lachs, ich weiß. Aber geräuchert ist. Ich habe Bock zu fliegen irgendwie. Irgendwie habe ich Bock zu fliegen. Als Kind wollte ich immer Hubschrauberpilot werden. Ist nichts draus geworden. Sowieso die Kindheitsträume. Hat man sie nicht irgendwann vergessen und begraben? Was eigentlich falsch ist, ne? Man sollte sie sich bewahren. Ich glaube, um Hubschrauberpilot zu werden, ist es tendenziell eher zu spät bei mir. Wobei, es ist ja eigentlich niemals zu spät für irgendwas, aber ich glaube, für Hubschrauberpilot schon. Sei denn, ich gewinne nochmal im Lotto und mache das dann just for fun. Wie sieht's bei euch aus? Was sind eure Kindheitsträume gewesen? Und vor allem... Ja, du warst das! Du Wildschwein, du hast uns ganz wild alles umgerammelt. Pippi haben wir hier auch noch, aber müssen wir erstmal nicht abhacken. Wir müssen auch hier noch unsere Pippi-Beete und so weiter bauen, ne? Haben wir hier irgendwas Interessantes drauf? Ne, wir sind ja nur rübergefahren. Ach, ist das schön, da unser Turm. So ein bisschen aus wie so diese Aussichtsplattform, die man an der Ostsee an manchen Stellen findet. Haben wir auch gesehen. Sah ungefähr genauso aus. Nur niedriger. Das steht dann immer, da ist noch ein Schwein. Lebt das noch oder ist das tot? Hä? Ist tot, ne? Nee. Hä? Was ist denn mit dir los? Wieso steht denn das da so? Hallo? Okay, das macht mir Angst. Könnten Sie bitte sich hinlegen? Bitte nehmen Sie eine Ruheposition ein. Hallo? Gesagt, hinlegen. Können Sie sich bitte hinlegen? Sie dürfen sich jetzt ausruhen. Ja, so. Hä? Ist das für ein Stehaufschwein? Hey! Wir bringen es mal zum Kollegen. Ey, was ist denn mit dem Schwein los? Wo ist denn das andere da? Ach, die sind immer so, ne? Die liegen nie. Nur, dass es hier ein bisschen versunken ist. Hier, du. Ne, hier, legt euch mal. Warte mal, wir können die auch hier vor den Eingang stellen. Hier. Mit dem Kopf nach vorne. So. Ein hier, ein noch da. Weil da hinter diesem Kasten sieht ja auch blöd aus, ne? Zack. Einmal umdrehen, bitte. So.
Noch ein bisschen weiter hierher. Wir machen heute eine ganz entspannte Folge. Ich habe mir nichts Großartiges vorgenommen. Ich habe einfach nur Bock, ein bisschen Stranded Deep zu zocken. Und genau das ist es, was wir heute machen werden. Und wenn man dann halt mal 5 Minuten lang hier den Schwein ans Hinterteil packt. Ja, jetzt müsstest du nur entweder auch deinen Kopf ein bisschen schütteln. Oder das ging doch mit einem anderen Gegenstand, ne? Hallo. Ein paar Backpfeifen erhöhen das Denkvermögen. Oder du musst aufhören. Aber es kann nicht sein, dass einer Kopf schüttelt, der andere nicht. Stopp. 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 Ja, das ist okay. Nee, er macht wieder schneller. Er veräppelt uns doch. Und du, wieso kannst du das nicht? Jetzt. Ja, haha. Ja, yeah, jetzt ist er natürlich nicht mehr so ausgerichtet. Nee, das geht natürlich auch nicht. Ausrichtung ist schon ein wichtiges Stück Arbeit. Ach, leck mir doch am Zuckerli. Das gibt's doch nicht. Der hört nicht auf. Wie können wir das denn machen? Ja, hallo und herzlich willkommen zum... Weiß ich auch nicht was. Tutorial. Wie man Schweine so backpfeift, dass sie dann endlich mal den Kopf so bewegen, wie man das will. Ich flipp gleich aus hier. Aber ich kann jetzt auch nicht aufhören. Ich habe schon so viel Zeit und Energie reingesteckt. Ist auch so ein Phänomen. Wie nennt man das denn? Das ist doch so ein Trugschluss. Das hat doch so einen Namen. Dass der Mensch dazu neigt, eine, sag ich mal, Abbruchsentscheidung oder Änderungsentscheidung nicht zu treffen. Weil er sagt, er hat schon so viel reingesteckt. Übersieht dabei aber, dass er, oder sie... ja, dass das halt rational unlogisch ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich werde mal nachgucken, wie es heißt. Und wenn ich sage, ich werde mal nachgucken, wie es heißt, sage ich euch gleich, werde ich vergessen, wie es heißt. In welche Richtung müssen wir denn? Norden, Westen? Ey, keine Ahnung. Verdammt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich bin so ein Blödmann. Wieso habe ich denn die Karte nicht auf? Hm. Ja, warte, das mache ich mal ganz kurz. Eine Sekunde, bin gleich wieder da. Ach, kann ich hier nicht? Ah, ist natürlich belastend. Dann landen wir mal hier. Achtung, Bruchlandung. So, jetzt kann ich das. Hä? Ich komme nicht raus. Sekunde. So, weiter geht's. Die Karte ist geöffnet. Und ich habe überlegt, es gibt noch 3 Inseln Richtung Südwesten. Dort waren wir noch nicht. Südwesten, da. Diese. Tatsächlich waren wir, zumindest ist hier nichts drauf vermerkt, noch nicht auf dieser Insel. Was ich mir kaum vorstellen kann. Wahrscheinlich habe ich vergessen, das zu vermerken. Ah, jetzt haben wir wieder diesen Mist, dass wir schräg gestartet sind. Müssen wir mal kurz hier landen. Eine kurze Landung. Mayday, Mayday. Voller an Power. Einmal bitte landen. So. Wow. Wow. Richtig gut. Vielleicht reicht das ja auch schon. Vielleicht sind wir jetzt ja schon wieder gerade. Einmal bitte hoch. Ja, sind wir, ne? Ne, sind wir nicht. Boah, hallo. Wow. Wow. Wir hätten vielleicht doch einen Flugschein machen sollen, bevor wir hier anfangen mit. Ich würde jetzt hier gerne nochmal... Hallo. Gerne nochmal drauf landen. Wow. Nö. Etwas ist gebrochen? Das finde ich aber nicht gut. Och, nö. Ah. Du. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Mikrofon leiser ist. Warte mal. Ist schon bei den letzten Aufnahmen ein bisschen aufgefallen. Ich muss ein bisschen näher mit der Schnute dran, oder? So ist besser jetzt. Hallo, hallo, Test. Ja, so bin ich vielleicht sogar ein bisschen zu nah dran. Okay, das Geräusch hört nicht auf.
Ja, Freunde, da müssen wir jetzt erstmal uns flicken. Schienchen, Schienchen. Oh, nee, ey. Dafür brauchen wir Stöcker und wir haben, glaube ich, keinen Stock mehr. Das war doch das große Problem hier, ne? Verbrauchsgegenstände. Schiene. Stock und... Ach ja, hüpfen geht ja nicht. Ach, verdammt. Wir haben noch nicht mal ein Messer. Doch, da ist ein Messer. Eine Axt. Weißt du was, wir fahren zur Nachbarinsel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier nichts mehr davon haben. Ah ja, hüpfen sollte man nicht. Ja, ja, ja. Mit gebrochenem Bein kann man Helikopter fliegen, ist überhaupt gar kein Problem. Oder so ähnlich. So. Ich habe übrigens gehört, irgendwie hieß es irgendwo, dass ein neues Update kommen soll. Mhm, mhm. Finde ich ja stark. Wieso kommt eigentlich kein neues Schwemmholz oder so? Das fände ich auch gut, wenn einfach mal irgendwie neues Holz auch einfach mal spawnen würde. Ah, wie geschädigt sind wir denn? Es geht. Wir sind nur mittelmäßig geschädigt. So, Kollege Schnisch, du kannst jetzt einmal bitte, bevor wir jetzt starten... Ist er jetzt gerade? Ja, ne? Westen, Südwesten. Da wollen wir hin. Das ist die Insel unserer Träume. Lalalalalalala. Hä, waren wir da wirklich noch nicht? Keine Ahnung. Also laut Karte haben wir dort zumindest noch nichts geschrieben. Ich glaube aber irgendwie schon, dass wir bei der... Zu der da sind wir hingeschwommen, ne? Müsste so sein. Und die dahinter ist unsere Heimatinsel. So müsste es eigentlich sein. Und die hier? Wahrscheinlich haben wir die auch schon gelootet. Wobei ich sehe noch Palmen, das ist gut. Palmen brauchen wir auch. Geil, nicht auf der Palme. Was auch cool wäre, wäre ein weiterer Kanister. Ein Kanister, wenn wir brauchen mehr Sprit. Und Kartoffeln brauchen wir. Müssen wir auch zu unserer Hauptinsel wieder hin. Also, nein, zu unserer vorherigen Hauptinsel. Ja, und jetzt merken danach weiter Richtung Südwest. Südwest, Südwest, Südwest. Na klar, waren wir hier schon 100 Mal schon. Guck mal, schon alles hier gebaut. Alles schon gelootet. Alles schon gelootet. Hier können wir hier einmal... Nein, nein, nein. Hallo. Oh nee, jetzt macht er wieder so einen Keckmist. Hallo, stopp, halt, nein. Hä? Alter. Das müssen wir nochmal üben mit der Landung, ne? So, wir nehmen den mal und stellen ihn mal hier hin. Nee, so, dass er gerade steht. So. Ist das gerade? Naja, im weitesten Sinne, ne? Einmal Holz, bitte. Ich hätte gerne einmal Holz. Einmal Holz, bitte, an die Kasse 4. Nein. Nein, wir haben die Axt nicht mitgenommen. Oh, wie kann man so blöd sein? Gut, pass auf, dann machen wir das hier. Ich glaube, wir brauchen eh nur 2 Hölzer. Und die müssen hier rauskommen. Ja. Dann können wir jetzt eine Schiene bauen. Ja, okay. Schiene. Klasse. Richtig klasse. So, dann fliegen wir jetzt direkt mal weiter, weil wir haben jetzt auch nicht unendlich Zeit, ne? So, von Ernährung her und so. Südwest, Südwest, Südwest. Ist dort. Warte mal, wieso ist hier genau südwestlich? Das ist keine Insel. Warte mal, das kann. Aber das müsste die da sein. Nicht so 100% südwestlich. Das ist der Spielraum, den man bei mir mit einberechnen muss. Weil ich nicht so richtig mit Kompass und Karten umgehen kann. Kann ich eigentlich auch schneller fliegen? Ja. Dann haben wir wieder nur billig Sprit getankt. Kein Super Plus, sondern nur E10. So,
mag unsere alte Kiste natürlich nicht. Könnte ein Diesel sein, ne? Gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass der Motor ein Diesel ist, weil... weil das ja alles so Schiffsteile sind, ne? Und Schiffsmotoren sind meistens Dieselmotoren. Aber wir stellen ja immer Benzin her und nicht Diesel, von daher dann doch wiederum unwahrscheinlich. Oh, eine neue Insel. Ist das nicht aufregend? Ist es, ne? Sprit halt leer. Wir wieder zurückkommen. Oh, oh. Da bin ich jetzt hochgeflogen. Ich habe nicht Leertaste gedrückt, aber wahrscheinlich fliegt er automatisch auch ein bisschen nach oben. Wenn man sagt, hier, flieg mal nach da. Ach, abkühlen müssen wir uns, ja, das ist natürlich blöd, ne? Dass wir hier keine also dass wir hier keinen Sonnenschutz haben. Sollte man nur nachts fliegen? Das ist ein Wrack. Das sieht cool aus, die Insel, oder? Hier mit so einem schönen flachen Bereich. Ja, ich sehe schon die erste Kramme, da ist ein Metall. Okay. Oh, da sind die Gegner. Wir hätten Kiste mitnehmen sollen, Freunde. Zack, einmal aussteigen bitte. Einmal aussteigen bitte. Wir hätten definitiv eine Kiste mitnehmen sollen. Wir sind auch gar nicht mehr so guter Dinge hier, ne? Um einfach mehr transportieren zu können. Ich möchte gerne nicht gegen alle gleichzeitig kämpfen. Keine Ahnung, wo die Schlange ist. Ich gehe mal wieder weg. Zuerst mal gegen die Krabbe kämpfen. Komm her. Okay. So, jetzt Schlange. Ich höre sie links. Achso, mein rechter Kopfhörer ist noch nicht drauf. Ah, ich höre sie überall. Nur sehe ich sie nicht. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Wo ist es denn? Die blöde Schlange. Da, ne? Hä? Da ist sie das da? Hehe. Das Vase. Das Vase. Ne? Es ist nicht die Vase, sondern das Vase jetzt. Das Blumenvase. Das Vase. Die Vase. Oh, jetzt. Oh, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Der ist doch echt immer OP gewesen. Bitte, 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 bitte. Und wo ist die zweite Schlange? Oh, es gibt noch eine Krabbe hier, ne? Wenn wir jetzt... Da ist die Schlange. Sehr schön. Headshot. 10 Punkte. Wenn wir jetzt von der Krabbe überrascht... Die ist da hinten. Problem, wir können die nicht erledigen. Können wir nicht, weil wenn die uns... Wobei, die zieht uns ein halbes Leben... Nee, Freunde, können wir echt nicht machen. Kriegen wir nicht hin. Oh, das ist jetzt natürlich echt blöd. Wir haben nichts zu essen oder zu trinken mitgenommen. Weil hier kommt sie ja nicht hoch, ne? Aber wie können sie auch nicht angreifen von hier? Wie machen wir das jetzt? Ah, jetzt beginnt die Todesmusik. Die haben wir lange nicht mehr gehört, oder? Endlich mal andere Musik. Wollen wir es probieren? Du. Gut wäre, wenn sie von uns weglaufen würde. Hä, die letzte haben wir doch auch mit einem halben Leben geschafft, ne? Komm. Ja, sie greift uns nicht an. Doch, aber... richtige Pros sind wir. Ja, guck mal, ist doch entspannt, ist doch richtig chillig. Haben wir richtig viel Leben noch. Auf dem Rückflug stürzen wir wahrscheinlich ab mit dem Heli. Gut, Freunde, dann looten, was das Zeug hält. Oh, geil, die Musik ist cool. Aber eigentlich dürften wir kein Leben verlieren. Wir sind ja, wir kriegen halt einfach nur kein neues dazu, aber... Wir sind ja nicht verletzt oder so. Na, also... Vielleicht steigt es sogar wieder, wenn wir eine Kokosnuss essen. Ich habe jetzt echt keinen Bock, irgendwo runterzufallen hier.
Können wir trinken? Ja, ob das jetzt schon reicht, meine ich zu bezweifeln. Es wird jetzt auch schon wieder dunkel. Das nervt mich jetzt natürlich total. Ich wollte hier nur looten. Die Wellblechsen müssen wir mitnehmen. Bretter nehmen wir mit. Ich bin nur froh, dass wir jetzt keine Schlange mehr auf der Insel haben. Weil das würde mich richtig, richtig, richtig nervös machen, die Musik. Dann hört man nämlich keine Schlangen. Ist das Leben wieder voll? Ne. Wenn die Musik aufgehört hat. Den Stork nehmen wir mal mit. Wie, das war's? Nicht mal irgendwie krasser Loot hier? Jetzt ist natürlich blöd, mit einem halben Leben weiterfliegen zur nächsten Insel, das können wir eigentlich nicht machen. Da ist selbst, selbst ich Draufgänger würde das eher nicht machen. Was ist hier? Ah, nichts. Das ist ein Jucker. Sehr schön positioniert. Danke für gar nichts, Spiel. Hier ist noch ein Blech. Cool, da können wir unsere Allee ein bisschen weiter ausbauen. Dich häuten wir auch noch schnell. Dann haben wir was, was wir mitnehmen können. Wir müssen ja auch unseren Enkeln von diesem Ausflug erzählen. Kein Platz mehr im Inventar, dann weg mit dem Stock. Ja, mit der Lamp. Und weiter geht's, komm. Ach, dann kriegen wir jetzt ja Leder und Fleisch, ne? Leder. Ich weiß gar nicht, wofür wir das ganze Leder eigentlich brauchen, wisst ihr das? Wisst ihr das? Wisst ihr es oder wisst ihr es nicht? Also ich weiß es nicht. Für einen verbesserten Speer und so. Aber wofür denn noch? Für die Werkzeuge. Hey, wie viel gibst du denn? Nicht genug Platz im Inventar. Kritisch. Dann lassen wir es doch einfach da. So, fertig aus. Mehr Bretter oder so waren hier nicht, ne? Da? Da ist noch ein Brett. Cool. Müssen wir noch voll tanken? Ich glaube nicht, ne? Wir hatten ja Hälfte. Hey, wir hatten ja Hälfte. Hallo? Hallo? Das ist meiner. So, jetzt sind auch unsere Vorräte alle. Wir müssen auch dringend zu unserer Hauptinsel zurück. Wollen wir da jetzt gleich hin? Warte mal, wir sind jetzt auf der Insel. Wir müssen jetzt nach runter. Das ist Südosten. Zwei Inseln nach Südosten, dann sind wir bei unserer Schrauberbude. Dann lass uns da doch vorbeifliegen. Ja, das machen wir. Schön, dass das beleuchtet ist. Südosten. Hierhin. Da. Hier ist Südosten. Da ungefähr müssen wir hin. Gucken wir mal. Süden ist da, Osten ist da, Südosten ist da. Ja, das passt. Wir müssen ja auch die Lichter unserer Base sehen, falls wir noch eine haben. Ne? Vermute aber mal, das ist die hier. Ja, Tank haben wir noch genug, um da hinzukommen und um zurück zu unserer Insel zu kommen. Oh, da ist der Wal. Da ist der Wal. Er hat die Qual der Wal. Lalalalala. Ich sehe noch kein Licht. Aber ich sehe die Insel auch noch nicht. Also das hier müsste jetzt die Insel sein, die direkt über unserer liegt. Wo wir eventuell auch noch nicht waren. Was ich mir auch nicht vorstellen kann. Ich glaube, ich habe einfach bei den meisten Inseln komplett vergessen zu beschriften. Ist ja auch egal. Da steht irgendwas da hinten links. Na gut, dass man so viel sieht nachts, ne? Gut, dass ich so viel sehen kann. Diesen Container hier. Und jetzt ist es gar nicht mehr da. Hier, genau hier habe ich eben irgendwas gesehen. Wahnsinn. So, es müsste dann die Insel da sein, ne? Ja, das könnte unsere sein. Ich glaube, man sieht auch das Haus. Ich hoffe, das ist richtig. Können wir jetzt hier... Nee, F drücken können wir nicht. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht ins Meer stürzen. Ich hoffe, die Kartoffeln sind nicht... verwelkt, vergammelt.
Ich habe übrigens auch Kartoffeln geerntet, letzte Woche oder vorletzte sogar nicht. Ich glaube, letzte Woche das erste Mal Kartoffeln aus eigenem Anbau. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe. Waren sehr, sehr lecker. Mhm. Ich bin überrascht, wie viele Kartoffeln da bei so einem halben Meter Pflanzreihe zusammengekommen sind. Und ich habe noch 2 Meter ungefähr. Das heißt, ich kann noch 2 Meter Kartoffeln futtern. Das ist unsere Insel, ne? Ja, ich erkenne es doch. Ach, wie schön. Letztes Mal, als wir hier waren, waren hier keine Tiere respawned, ne? Das heißt, wenn wir Pech haben, sind die Tiere jetzt wieder da. Und töten uns direkt instant. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal zu unserem Häusle und landen da drauf. Hä, was piepst du denn die ganze Zeit? Durst und Hunger oder was? Ja, chill. Ja, chill doch mal. Wieso haben wir eigentlich kein Licht am Flieger? Komm. Nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Das ist doch jetzt nicht... Das ist jetzt nicht echt passiert, oder? Freunde, das ist doch jetzt nicht passiert. Das haben wir doch geträumt, oder? Haben wir das geträumt? War das ein schlechter Traum? Ich hoffe doch. Wartet mal. Ich zwick mich mal.